Hallo, liebe Solopreneure, hier ist die Shelia. Herzlich willkommen zurück zur Simple Business Serie. Es geht weiter, nachdem ich letzte Woche ziemlich krank war und zwar trotzdem gearbeitet habe, aber keine Energie oder Muße hatte für ein Video. Diese Woche allerdings mit guter Energie. Und das Thema des heutigen Videos ist Slow is smooth, smooth is fast. Hast du diesen Spruch schon mal gehört? Es ist ein, was sagt man, ein Spruch oder ein Motto. Es kommt von der amerikanischen Marine. Und ich erwähne es ganz häufig in meinen Videotrainings bei The Point, bei dem Successful Solopreneur System. Und zwar, hier kommt die Bedeutung von dem. Slow is smooth, smooth is fast. Was ist das? Das ist die Idee, wenn die Marinen, also die Marinen sind quasi die der Zweig von dem Militär, die sowohl auf Wasser wie auch auf dem Land unterwegs sind. Und wenn sie im Einsatz sind, geht es um Leben und Tod. Also egal, was ihre Mission, ihr Einsatz ist, wenn sie da reingehen, sie wollen langsam voranschreiten. In ihrem Tun nichts überstürzen, nichts Unüberlegtes machen. Und dadurch, dass sie langsam vorangehen in ihrem, an ihrem Einsatz, dass sie viel mehr wahrnehmen können in der Umgebung, dass sie auch voneinander schauen können. Sind wir sicher? Sind wir noch im Rahmen unseres Plans? Sind wir hier gut unterwegs? Und weil sie langsam voranschreiten, geht ihr Einsatz smooth, also es läuft gut, es läuft wie es geplant war, ohne Zwischenfälle, ohne gefährlichen Situationen. Und weil sie smooth läuft, ist es eigentlich schnell. Stell dir vor, auf dem Weg, sie würden schnell voranpreschen, in eine gefährliche Situation kommen und das würde etliches an anderen Dingen auslösen, was sie aufhält oder vielleicht gar nicht zum Ende von ihrer Mission kommen lässt. Also daher kommt dieser Spruch, Slow is smooth, smooth is fast. Und als Unternehmerin gefällt mir dieses Motto extrem gut. Und hier ist der Grund. Und auch der Grund, warum ich das Live-Video heute drehe. Übrigens, ich sehe gerade vier Personen live dabei. Schreib mir doch eine Nachricht, damit ich überhaupt sehen kann, wer du bist. Sag mir einen Gruß, dass ich auch nicht das Gefühl habe, mit mir alleine hier zu sein. Und zwar, über die letzten Wochen habe ich in 1:1-Coachings mit meinen Mentoring-Kunden, in VIP-Intensives, an Halbtagen mit Kunden gesprochen. Und ein Thema kommt immer wieder auf, nämlich die Idee, dass meine Kunden teilweise das Gefühl haben, sie haben zu viele offene Baustellen, sie haben zu viele unfertige Projekte. Und obwohl das so ist, laden Sie Ihr Teller nochmal mit Zusagen auf. Also ja zu dem Kooperationspartner, ja zu dem der Möglichkeit, ein Buch mehr zu schreiben, ja zu der Möglichkeit, ich weiß nicht, das nächste Ding zu machen. Hallo Petra, hallo Steffi, schön, dass ihr euch gemeldet habt. Hallo Thomas, sehe ich auch. Dankeschön für die Meldung. Und zwar, es ist wie total verrückt, weil mit ihrem Verstand können sie sehen, es sind schon sowieso so viele Dinge, für die ich mich verpflichtet habe oder zu viele Projekte in meinem Business, die ich versuche im Parallel zu machen. Aber ich kann nicht aufhören, neue Dinge anzunehmen, neue Dinge anzugehen in meinem Business. Und weil unsere Aufmerksamkeit nur bedingt ja, in der Lage ist, so viele Baustellen gleichzeitig zu behandeln. Also Multitasking führt häufig zu folgenden Situationen. Nämlich, dass wir losen Enden haben, offene Dinge, die nicht fertig sind. Und obwohl wir ganz viel Energie spendieren in die Welt hinaus mit unserem Tun, ist trotzdem vieles von dem, was wir angefangen haben, noch nicht fertig. Und weil es nicht fertig ist, kann es nicht unserem Kunden präsentiert werden oder das Marketing geht nicht vonstatten. Und es bleibt bei uns intern als eine Quelle von Überwältigung, als eine Quelle von Stress. Und es trägt effektiv
nicht zu unserem Business bei, nicht zu unserem Umsatz bei, nicht zu unserer Kundengewinnung bei, nicht zu unserem positiven Image am Markt, sondern genau das Gegenteil. Es trägt genau dazu bei, dass wir uns ausgelaugt und gestresst fühlen und nicht entspannt. Und natürlich, wenn wir auch viele Dinge gleichzeitig am Laufen haben, Projekten zum Beispiel in unserem Business, ist eine Menge an Komplexität vorhanden, die eben genau das Gegenteil ist von Simple Business. Also darum geht es hier in dieser Videoserie, um einfaches Business, um die Simple Business Serie. Und deswegen habe ich gedacht, wir reden heute drüber. Und wenn du gerade dort sitzt und nickst und sagst, ja genau, kenne ich, das ist mein Thema, genau, dann kann ich nur sagen, herzlich willkommen im Club. Es geht nicht um meinen Kunden, sondern es ging mir auch jahrelang so. Und ich kann mich erinnern an einem Coaching vor einigen Jahren. Damals habe ich zusammengearbeitet mit Nicola Bird aus London. Oder jetzt lebt sie nicht mehr in London, aber in der UK. Und ich weiß noch, ich saß in dem Coaching ihr gegenüber auf Skype, glaube ich, oder Zoom war das. Und ich habe zu ihr gesagt, ich bin gestresst, ich fühle mich überwältigt von all dem, was ich am Laufen habe. Und ich habe das Gefühl, innerlich angetrieben zu sein und in ganz schnell zu laufen in irgendeine Richtung, aber ich weiß gar nicht, wohin. Und Nicola hat sich das angehört, sie hat gelacht, sie hat gesagt, wie? Also du läufst schnell, aber du weißt auch gar nicht, wohin. Und ich sage, nein, ich weiß nicht, wohin. Und ich weiß auch nicht, warum. Aber ich laufe einfach erst einmal schnell. Und vielleicht kennst du das auch. Und es ist, ja, einige kennen das. Also da kommen schon ein paar Bloopies, also Herzis und Gesichter. Warum wir das tun, hat verschiedenste Gründe. Und ich möchte das, diese möglichen Gründe ansprechen. Also ich habe einfach drei herausgesucht, die auf dich zutreffen könnte. Es könnte noch mehr Gründe sein, aber wir kommen dazu. Also die Andrea schreibt, gerade voll mein Thema, Petra sagt, da sprichst du mir gerade aus dem Herzen, mich bremst es eher voll aus. Genau, also das ist so. Also es ist, fast ist ausbremsen, wäre das Motto dann. Hier kommt ein Grund, warum wir das machen. Ein Grund, warum wir schnell rennen, ohne zu wissen, wohin und warum, ist, dass man das Gefühl hat, das muss so sein, das gehört zu dem Erfolg dazu. Eine erfolgreiche Unternehmerin, ein erfolgreicher Unternehmer, der oder die hat genau immer ganz viel am Tisch oder auf dem Teller, tanzt auf viele Hochzeiten, muss multitaskingfähig sein, muss viele Bälle in der Luft halten, muss verschiedenste Dinge gleichzeitig behandeln. Also das ist auch so, man würde auf Englisch sagen, so eine Badge of Honor. Das pinnt man auf dem Sack und sagt, ja, ich Unternehmer, ich Unternehmerin, das gehört dazu. Es ist unangenehm, aber da muss ich durch. Und zum einen würde ich diejenigen, die das gerade denken, zum Teil recht geben. Natürlich ist es eine Sache, die wir über Jahre lernen, nämlich unsere Muskeln dafür zu trainieren, einige Bälle in der Luft zu halten. Ist es eine gute Idee, aktuelle Kunden sehr gut mit einer vollen Aufmerksamkeit bedienen zu können? Das wäre ein Ball. Die haben schon investiert in sich und dir gezahlt, also sei präsent für sie, liefere gut aus. Ein weiterer Ball ist natürlich das ongoing Marketing, ständige Marktpräsenz zu sein und sichtbar, dafür zu sorgen, dass der Sturm an neuen Kunden, die später kommt, auch gut in diesem kennen mögen Vertrauen-Effekt mit dir herumtanzt. Also das ist ein weiterer Ball. Und natürlich gibt es ein anderer Ball, wie zum Beispiel die Dinge, die im Hintergrund laufen, wie deine Steuer und Finanzen, alles, was zu dem administrativen Bereich gehört. Und es gibt Aktivitäten, die du kurzfristig machst, um die Leute, die schon in deinem Funnel sind, darauf aufmerksam zu machen, auf jetzige Angebote. Und diese vier Bälle muss man in der Luft halten und dann kommt vielleicht auch Innovation, nämlich neue Content und so weiter. Entwickeln neue Programme, sodass man frisch bleibt und so weiter. Das sind die 4, 5 Bälle, die man über die Jahre lernt, in der Luft zu halten. Aber es ist wie ein Jonglierer, sagt man das auf Deutsch?
Nämlich, du beginnst mit einem Ball und dann nimmst du irgendwann mal einen zweiten dazu. Irgendwann mal kannst du das gut, dann einen dritten. Irgendwann mal kommst du in einen Zyklus von, das läuft wie von alleine. Du denkst gar nicht drüber nach. Das ist wie beim Fahrradfahren oder Autofahren. Deswegen sage ich, dieses Muskeltrainieren von Bälle jonglieren. Okay, so da gebe ich dir recht an der Stelle. Das ist eine wichtige unternehmerische Fähigkeit, die Bälle, die ich gerade genannt habe, irgendwann mit der Zeit relativ ohne darüber nachzudenken, zu jonglieren. So, nur die Frage ist, was ist der Weg dorthin? Wie kommst du von einem Ball zu fünf? Und darüber werden wir später sprechen. Für mein Gefühl gehört es insofern außerhalb von dem, was ich gerade erklärt habe, gar nicht zum Erfolg, dass man sich ständig aufladen muss und ständig schnell rennen muss. Ich bin hier und heute, um zu sagen, es geht ganz viel entspannter. Du kannst langsam gehen, du kannst langsam Dinge machen und trotzdem sehr, sehr gute Erfolge. Oder, und jetzt kommt der Clou, nicht trotzdem, sondern deswegen, weil du langsam gehst, super Ergebnisse in deinem Business erzeugen. Und auch am Ende dieses Videos werde ich dir erzählen, warum. Okay, das war das erste Warum. Vielleicht denkst du musst das so machen. Der zweite Grund, den ich häufig höre, ist das berühmte FOMO auf Englisch. Fear of missing out. Also die Angst, dass du irgendwie den Zug verpassen könntest. Und ein typisches Beispiel wäre bei einem neuen Marketing-Trend. Du hörst, Facebook-Bots, Messenger-Bots sind genau das Ding, was es tut, was neue Kunden reinbringt. Oder Instagram-Stories sind das, was ich unbedingt brauche. Oder ersetze es mit anderen Dingen, die du gehört hast und wo du einen Trend siehst. In diesem Fall hast du Angst, wenn du nicht sofort auf den Zug springst, dass du hinterher sein könntest, was andere wissen, was dein Markt für Standards sieht und das Geheimnis, was Kunden bringt. Das ist ein zweiter Grund, was ich häufig höre, warum die Leute eben zu schnell rennen und zu viele Dinge sich aufladen. Kennst du das? Schreib mir das im Kommentarbereich, ob du dieses FOMO-Effekt kennst. Hallo Claire, schön, dass du da bist. Ich habe in der Vergangenheit häufig so FOMO gehabt hinsichtlich Marketing auf Facebook. Und das Verrückte war, obwohl mein Business sehr erfolgreich gelaufen ist und ich schon längst über Jahre über diesen sechsstelligen Marker hinausgegangen bin und das und noch mehr, ich hatte das Gefühl gehabt, ich müsste trotzdem die absolut aktuellsten Sachen wissen auf Facebook, auch wenn meine Strategie, die überhaupt keine war, die ich intuitiv vorangetrieben habe, auch so gut funktioniert hat. Und ich habe begonnen, dann mich mit Facebook-Strategien auseinanderzusetzen. Und tatsächlich, wozu das geführt hat, ist das, wo ich am Anfang gesagt habe, zu viel auf meinen Teller, zu viel Ablenkung, zu viel Wegsehen von dem Eigentlichen, worin ich gut bin. Insofern, ich bin auch Opfer des FOMOs gewesen. Ich wollte das hier an der Stelle auch mal sagen. Ich habe das auch ab und zu. Der dritte Grund, und jetzt kommen wir aus dem Grund, was ich mit Nicola besprochen hatte damals, als ich vor ihr stand in unserem Coaching gesagt habe, Nicola, ich renne schnell, ich weiß gar nicht wohin oder warum. Und wir haben das gemeinsam untersucht in dem Coaching. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass ich damals, jetzt halte ich fest am Tisch, ich hatte eine Reizsucht. Eine Reizsucht. Okay, was ist eine Reizsucht als Unternehmer oder Unternehmerin? In meinem Fall hat es so ausgesehen. Ich habe Dinge im Außen gebraucht, die quasi ein Endorphin, Schuss in meinem Gehirn, wenn man so will, auslöst, dass ich so eine High empfinde, dass ich einen Reiz habe, was mich irgendwie zu diesem Endorphinen führt und dass ich dann glücklich war eine Zeit lang. Und sobald dieses Glück abgeflacht ist, bin ich auf den nächsten ich habe den nächsten Reiz gesucht, so auf Deutsch gesagt. Was könnte das sein? Es könnte sein, dass man ein Programm launcht und der Reiz war,
x Leute an Bord zu bringen und das Highlight es kommt, wenn ganz viele Leute an Bord kommen in dein Programm. Das Reiz könnte sein, mit einer neuen Ausbildung anzufangen, weil du darin versprichst, dass das Geheimnis ist, was dich herausstechen lassen würde im Markt, weil du das kannst durch diese Ausbildung. Das könnte ein Reiz sein, den du suchst. Oder früher bin ich in einem Mentoring-Programm, in dem ich war, nach Amerika geflogen und ich bin immer zu diesem Treffen in Connecticut gegangen, weil nach 2 oder 3 Tagen bin ich rausgegangen und ich wurde durch die Mentorin hochgepusht. Ja, sie hat gesagt, so Chaka, wir gehen das an, und sie hat quasi durch ihre Energie, durch ihre Ideen, durch ihre Motivation von außen dazu geführt, dass in mir ein innerer Reizeffekt erzeugt wurde. Ich für ein paar Tage hochmotiviert war und plötzlich gedacht habe, ja, also da, wo ich vorher gefühlt habe, mein Business macht mir keinen Spaß, jetzt bin ich wieder motiviert und ich mache das. Ich bin nach Hause gegangen und hier ist das Ding. Je länger du aus einer unternehmerischen Reizsuchtverhalten unterwegs bist, desto kürzer werden diese Endorphinen anhalten. Das heißt, am Anfang hast du vielleicht einen Effekt, wo das ein paar Tage anhält und du bist total dankbar dafür. Und über einige Monate oder Jahre hinweg erlebst du was Reizvolles in deinem Business, ein Kundengewinn, eine Umsatzsteigerung, was auch immer. Und es ist nach wenigen Stunden oder gar Minuten vorbei. Und das ständige Aufladen, schnell, 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 schnell gehen, ist eine permanente Suche nach neuen Reizen im Außen, um im Innen glücklich zu sein. Und als ich das gecheckt habe und neugierig geworden bin, wie könnte ein Business ausschauen, wo das Glück und das Wohlbefinden in mir stattfindet und mit außen überhaupt nichts zu tun hat, was würde das für mein Tempo bedeuten? Naja, wenn ich tief in okay bin und ich gar keine Reize von außen bräuchte, dann kann ich mein Business in dem Tempo führen, wie ich mag. Also schnell ist okay, langsam ist okay, mittelschnell ist okay. Ich muss nicht permanent irgendwelchen Reizen hinterher schnell rennen. Habt ihr das? Gibt es jemanden da draußen, der gerade zuhört, der sich mit diesem Warum man so schnell geht, identifizieren kann? Schreib es mir im Kommentarbereich, das würde mich unbedingt interessieren. Okay, so, jetzt haben wir die Ausgangssituation. Wir haben mögliche Begründungen, warum man so schnell immer nach vorne rennt, wie ein Huhn ohne Kopf, ohne zu wissen, wohin. Und jetzt müsste ich ein bisschen sprechen über, was ist der Weg da raus, wenn du da raus möchtest. Möchtest du raus aus diesem Hamsterrad von schnell wohin rennen und man weiß nicht wofür? Wenn ja, gib mir ein Thumbs up oder ein Lächelgesicht, was auch immer für dich gerade passend ist. Naja, das Erste ist natürlich, dass du überhaupt erkennst, was gerade bei dir abläuft. Also häufig, wenn wir im Fast-Modus sind, wir nur schneller voranrennen sind, was passiert ist, dass wir wie in diesem Zeichentrickfiguren. Kennt ihr das, wenn jemand malt einen Superhero, der vorbeirennt? Er hinterlässt nur so eine Spur, so wupp, ja, der geht so schnell. Alles ist nur eine Blur, würden wir auf Englisch sagen. It's just blurry and fuzzy. Wenn wir so schnell rennen und wir nicht bei uns sind und geerdet, dann reflektieren wir gar nicht in dem Moment, was gerade los ist. Wir sind wie kopflos durch die Gegend rennen. Allein zu sehen, dass das abläuft, ist schon ein erster Schritt. Okay, aber jetzt kommen einige praktische Dinge, die gar nicht mit Mindset zu tun haben im Innen, sondern einfach die du praktisch tun kannst. Das eine ist, und das habe ich von einem meiner früheren Mentoren gelernt, ist, beginne mit einer Sache und führe es komplett zu Ende, bevor du mit dem nächsten Ding beginnst. Ich wiederhole. Fang ein Projekt an, führe das Projekt zu Ende, bevor du mit einem neuen Projekt beginnst. So, für diejenigen, die in den letzten Jahren mega auf Multitasking gewesen sind, du wirst sagen, oh Gott, ist das langsam. Soll ich da wohl vorankommen? Slow is smooth,
smooth is fast, wie zum Eingang gesagt. Und die Forschung besagt, dass Multitasking überhaupt nicht effektiv ist. Und wer das Buch noch nicht gelesen hat mit dem Titel Scrum, sollte das lesen. Ich werde es hier nachher posten. Die listen die Forschungsergebnisse dazu auf. Nämlich, wenn du mit einer Sache beginnst und dabei bleibst, dann passiert folgenden Effekt. Du bist nicht nur fokussierter, weil du nicht ständig dein Fokus wechseln musst von einem Task zum anderen, sondern du bist auch in einem gewissen Flow in dieser Arbeit. Das heißt, du bist drin in dem Projekt. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe letztes Jahr begonnen mit einem Teammitglied von mir. Wir begannen, meine Website heraufzusetzen von Wix auf Kajabi. Also wir wollen die technologische Plattform verändern. Und wir kamen in einen Flow mit dem Projekt, weil ich vorhatte, vor Weihnachten damit fertig zu werden. Und meine Website besteht aus 9 Hauptseiten. Ich habe gedacht, das müsste möglich sein, vor Weihnachten das hinzubekommen. Und tatsächlich sind wir tief eingetaucht und haben die ersten 3 Seiten, die relativ lang waren, richtig schnell über die Bühne zu bekommen. Und aus irgendeinem Grund, was heißt irgendeinem Grund, ich weiß genau warum, ich habe ein Ausruf zum Pendlinggespräch gemacht. Wir haben viele Kunden auf einmal gehabt. Und mein Enrollment-Coach war krank über mehrere Monate und konnte da nicht die Telefonate wahrnehmen. Daher wurde ich in Anführungszeichen aus diesem Projekt gerissen. Und bei dem Wiedereinstieg in das Projekt jetzt in Anfang März, und vor allem letzte Woche, glaube ich, habe ich begonnen, wieder mich damit auseinanderzusetzen, ich wusste gar nichts mehr. Ich wusste von diesen 9 Seiten, welche haben wir schon fertig. Ich musste durch jede Seite neu durchgehen und schauen, was ist vollständig, was ist nicht vollständig. Ich habe gar nicht mehr gewusst, wie haben wir vorgehabt, vorzugehen. Dieses Wiedereinarbeiten in neuen Themen ist sehr mühsam und macht uns wesentlich langsamer. Also Multitasking macht uns wesentlich langsamer, ineffektiver, als wenn wir unseren Fokus auf eine Sache haben und das vollständig machen, zu Ende. Und hier ist das Ding. Wenn du am Anfang deines Businesses bist und heute zuhörst, und das heißt, du bist noch gar nicht in der Lage, mit diesem Muskel zu jonglieren, diese 4 bis 5 Bälle, die ich am Anfang genannt habe, dann fang mit einem Ball an. Ja? Erstmal zum Beispiel klar werden, was du anbieten möchtest und nur an deine Pakete und Preise arbeiten. Und nicht damit aufhören, bis das Programmblatt steht oder dass die Beschreibung auf deiner Webseite ist, fertig. Und dann machst du mit dem nächsten Ding weiter. Das nächste wäre, deinen Kennenlernprozess aufzusetzen. Damit anfangen, nicht aufhören, bis du dein Kennenlerngesprächsskript hast und alle E-Mails, die vor und nachher kommen. Beginne mit einer Sache und mach es vollständig zu Ende, bevor du mit dem nächsten Ding beginnst. Ich kann das nicht oft genug betonen, und über die letzten fast 10 Jahre, wo ich gemeinsam mit Solopreneuren zusammenarbeite, ganz viele Wows und ich weiß nicht was, das kommt jetzt, die Kunden von mir, die am erfolgreichsten sind, folgen genau dieses Prinzip. Ja? Also ich kann wirklich eine Korrelation feststellen zwischen denjenigen, die was beginnen und vollständig beenden, mit denjenigen, die auch erfolgreicher werden und auch schneller erfolgreich. Also es fühlt sich langsamer an, es ist aber schneller. So, jetzt, wenn du allerdings ein Team hast, weil einige, die gerade zuhören, sind einige Jahre weiter fortgeschritten in deinem Business, vielleicht bist du nicht alleine. Und hier wäre etwas, was ich in einem Blogartikel vor kurzem gelesen habe. Und ich weiß leider nicht mehr von wem, und deswegen Entschuldigung, wenn ich das nicht richtig zitiere. Aber der Spruch war: Eine Handvoll Projekte ist handhabbar in einem Unternehmen. Und hier wäre die Idee, wenn du ein Team hast, und in meinem Fall, ich habe meine Enrollment Coach, meine Client Relationship Managerin und unsere Operations Managerin und meine Apprentice, also 4 Leute, die quasi ständig dauerhaft im Team sind, also nicht die Graphic Designer und Videobearbeiter und sowas, sondern die 4 beste Leute im Team. Und ich. Das heißt, wir sind 5 Finger, wenn man so will. Und jede Person kann an einem Projekt arbeiten. Also bei uns laufen auch gerade, ich glaube, 3 Projekte, und ein 4. bahnt sich an.
Aber schon in Richtung 5 beginne ich, mich gestresst oder überwältigt zu fühlen, weil ich als diejenige, die das Gesamte steuert, muss auch Rücksprache mit jeder Person nehmen, die gerade an einem Einzelprojekt arbeitet. Und ich werde natürlich zum Flaschenhals von diesem Projekt. Und daher, ich bin ganz gerne auch bei diesen 4, 5 Leuten im Team, habe ich gern 2 oder 3 Projekte maximal auf einmal am Laufen. Am liebsten eigentlich nur 1 neben den anderen Bällen, die ich schon liebe. Also für ein Team, eine Handvoll Projekte ist handhabbar. So, lass uns das jetzt zusammenfassen und zu Ende kommen. Slow is smooth and smooth is fast. Wenn du langsam voranschreitest, egal wie das für dich persönlich aussieht, dann ist das nachhaltiger für dich als Mensch, als Unternehmer, Unternehmerin und auch für dein Business. Und ich sage dir warum. Nicht nur deswegen, weil du viel weniger in die Falle tappst zum Ausbrennen oder zum Freude verlieren an dem, was du tust, sondern wenn du langsam voranschreitest, wie diese Marinen, dann siehst du mehr Opportunities in deinem Umfeld. Du bist einfach, du hast eine viel größere Wahrnehmung für Dinge, die dein Geschäft oder der Nadel bei deinem Geschäft vorantreiben werden. Du wirst die Aktivitäten viel klarer erkennen können, die in diesem slow und ruhigen Zustand, die eine gehebelte Wirkung in deinem Business erzeugen. Und damit meine ich, du gibst eine Einheit Arbeit rein und du kriegst vielleicht 10 Einheiten Ergebnisse raus, anstatt in einem One-to-One-Verhältnis zu sein. Also diese gehebelten Dinge werden dir einfach rausspringen viel eher, als wenn du nur rennst mit dem Kopf runter und überhaupt vor lauter Hektik und Stress und Überwältigung nicht mehr klar sehen kannst, wo die Opportunities oder gehebelte Aktivitäten sind. Und jetzt kommen wir wieder zum Innen und das ist das Allerwichtigste, finde ich, in deinem Business als herzgetriebener Unternehmer, ist, dass wenn du im Slowdown-Modus bist, wenn du wirklich in einem geerdeten Zustand und nicht so viel auflädst die ganze Zeit unterwegs bist, dann wirst du viel eher in Kontakt sein mit deiner inneren Weisheit. Du bist einfach mehr bei dir und wenn du mehr bei dir bist, wirst du erkennen, was für dich gut ist und was der nächst wichtige Schritt ist in deinem Leben, in deinem Business. Und was Besseres als da in Kontakt zu sein, gibt es gar nicht. Das ist das Erfolgsrezept für spannenden Erfolg schlichthin. Weil dort sind die besten, kreativsten, unendlichen Antworten, die du suchst für deine Business-Ideas. So, und generell, meine Erfahrung nach ist, dass dein Erlebnis sich verändert und verschiebt. Dieses Groundedness, dieses Geerdetsein wird dich umhüllen in deinem Business. Du wirst eine ganz andere Ausstrahlung gewinnen und du wirst eine andere Anziehung für andere sein. Weil in dieser Welt, wo alles so hektisch und so schnell geht, haben wir quasi einen falschen Norden auf unserem Kompass definiert. Und dieser falsche Norden ist dieses schnell, 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 schnell. Und während wir so schnell gehen, geht unser ganzes Leben an uns vorbei. Und daher wäre meine Aufforderung, mein Call to Action heute, stelle deinen Kompass auf deinen wahren Norden aus. Dein wahren Norden ist dieses Leben nach deinen inneren Weisheiten. Das geht, wenn du geerdet bist. Okay? Gut, slow is smooth, smooth is fast. Das war das Thema des heutigen Gesprächs. Ich bin sehr gespannt, deine Gedanken zu hören, gerne in den Kommentarbereich. Und wir sehen uns nächste Woche für ein weiteres Thema in dieser Reihe Simple Business Serie. Und ich habe schon eine Idee und du darfst gespannt sein. Bis dahin. Tschüss.